Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ja, ich war mal wieder ganz spontan beim Action, weil ich so ein paar Kleinigkeiten gebraucht habe bzw. wollte. Wer es noch nicht gesehen hat, ich habe ja jetzt auch einen zweiten Kanal. Das war so eine gewisse Umstellung gemacht. In meinem Leben war schon eigentlich ein großer Abschnitt oder eine große Veränderung war. Und es bezieht sich halt auf die Ernährung und da wollte ich einfach das mit euch teilen, beziehungsweise wen es interessiert natürlich. Und ich habe jetzt angefangen, so ein paar Rezepte und sowas hochzuladen und immer wieder mal was zu zeigen, was ich halt so mache oder eben auch was so allgemein, so größere Veränderungen, was jetzt zum Beispiel das Mama-Werden betrifft. Einfach solche Themen, die einfach im Leben passieren, die einen verändern, die das Leben verändern und so weiter und das so ein bisschen zu teilen. Und hauptsächlich geht es aber tatsächlich eben um die Ernährung. Und wer mich schon länger verfolgt, weiß auch, dass ich Tierprodukte so gut es geht aus meinem Alltag verbanne. Es klappt mal mehr gut, mal weniger gut, aber das ist auch ja, ich denke, man muss und darf nicht zu streng mit sich sein. Es ist in jeder Form, in der man sich wohlfühlt, ist es in Ordnung. Und das ist eigentlich das Gute. Und das möchte ich halt einfach so ein bisschen teilen. Ich habe halt auch Freude dran, verschiedene Rezepte oder sowas auszuprobieren und die dann eben auch zu teilen. So, und damit halt die Bilder auch ein bisschen ansprechender aussehen, wollte ich mir halt so ein schönes Geschirr mitnehmen. Und da gab es halt wie nennen sie sich? Handmade, so krakelig? Also sprich, so ein schönes, das sind auch so schwere, ja, so ein schweres Geschirr. Ich weiß jetzt nicht. Ich blende euch auf jeden Fall Bilder ein, die sind jetzt nämlich gerade noch in der Spülmaschine und das schaut halt einfach viel schöner aus, als wenn man so ein weißes, olles Porzellan hat. Genau, da habe ich mir jetzt auch nur jeweils eins mitgenommen, weil ich alleine esse halt dann da draus und dann kann ich das mir schön anrichten und ein Foto machen. Ja, also wer das noch nicht kennt oder da halt auch Interesse überhaupt dran hat an solche Themen, darf da gerne mal vorbeischauen. Das heißt My Changes in Life. Also die Links sind auch noch mal unten in der Videobeschreibung und das wollte ich einfach noch mal kurz ansprechen. Wer da Interesse hat, darf da gerne vorbeischauen. Ist natürlich noch mal ein ganz anderes Thema als die Bastelei. Deswegen habe ich mich auch entschieden, das getrennt zu behandeln. So, jetzt bin ich schon wieder außer Puste, weil ich hier hin und her renne und so ein bisschen angespannt bin. Ich weiß gar nicht wieso. Aber wir wollen uns mal ein bisschen lockern und zeige euch jetzt einfach mal, was ich da so Schönes geshoppt habe. Unter anderem habe ich da jetzt auch schon ein paar Beispiele gesehen. Deswegen habe ich diese hier mal mitgenommen. Einmal in Gold, also zwei in Gold und zwei in Silber. Also entweder ich nehme das für zu Hause zum Anrichten, was ja auch immer ganz hübsch ist, denn das Auge isst ja auch mit. Aber eigentlich habe ich es genommen, um damit so ein bisschen ein Geschenk mit zu gestalten. Also da kann man ja dann Süßigkeiten oder sonstiges was reinmachen. Und wenn man das dann schön verpackt oder so, dann finde ich das eigentlich eine ganz coole Idee und die sind nicht zu groß. Und das fand ich irgendwie ganz süß. Und da habe ich schon ein paar Ideen gesehen auf Instagram und deswegen dachte ich mir, nehme ich die jetzt mal mit. Die habe ich dann eigentlich nur zufällig gesehen. Ja, es wird auf jeden Fall wieder Adventskalender gemacht werden. Also ich werde sicherlich wieder einen Adventskalender machen. Und das sind mir die zwei Sachen hier in die Finger gekommen. Weil meine Kleine dürfte sich ja dann auch noch was aussuchen. Dann dachte ich mir, komm, die nimmst du mit. Sie hat sich dann was anderes ausgesucht und das sind halt schöne Kleinigkeiten, die bei so einem Kalender ganz gut reinpassen. Deswegen habe ich die zweimal mitgenommen. Ich glaube, diesmal werde ich aber auch den Adventskalender nicht so groß gestalten, weil ich glaube, wenn man das Ganze mal zusammenrechnet, dann wird es schon ziemlich teuer. Also ich werde halt wirklich gucken, wenn ich jetzt mal wie jetzt hier mal so Kleinigkeiten sehe, dass ich das dann mitnehme und dann kann ich das natürlich mit einbauen. Aber ich werde es auch dann mit Essen befüllen. Also sei es jetzt, wenn wir zum Beispiel so Kekse oder so backen, kann man das ja auch mit einpacken. Oder eben,
ja, gesunde Süßigkeiten, würde ich jetzt mal behaupten, aber es darf natürlich auch Schokolade sein. Aber wie gesagt, eher so Kleinigkeiten halt, ne? So, dann haben wir hier Stempel und die fand ich jetzt total schön mit dem Regenbogen. Da musste man tatsächlich ein bisschen gucken, dass man den gefunden hat, weil da waren 4 Kisten voll und dann war das der letzte, den ich noch ergattern konnte. Das hier fand ich jetzt auch wieder total schön, wenn man zum Beispiel eine Karte oder sowas schickt, was so ein bisschen einen weiteren Weg hat. Fand ich irgendwie total schön. Und dann habe ich hier diesen noch. Da habe ich ja schon ein paar von diesen Stempeln. Wartet mal. Warum bin ich denn jetzt so außer Puste? Ich verspanne mich gerade irgendwie so ein bisschen. Das sind jetzt so diese Stempel, die ich vom Action habe. Und hier habe ich ja auch schon so einen. Muss ich mal gucken. Weil das könnte ich ja eigentlich direkt mal hier mit reinpacken. So, und dann packe ich mir die nämlich gleich hier mit rein. Passt das jetzt? Ich hoffe doch. So, hier habe ich dann noch diese kleinen, aber die tun wir einfach ein bisschen hoch und dann passt das auch. Dann ist meine Schachtel hier schon voll, mein Fach. Naja, ist egal. Aber diese Stempel haben mir jetzt ganz gut gefallen. So, was ich dann auch noch gesehen habe, da habe ich jetzt gestern sogar zufällig ein Haul gesehen. Die fand ich ganz cool. Bin aber auch gespannt, wie die dann schreiben, weil ich muss sagen, diese Action-Stifte bin ich immer nicht so ein Fan davon, weil die meistens dann irgendwie gar nicht gehen oder sehr schnell leer sind. Aber die sollen halt auf weiß und auf schwarz malen. Das sind ja diese typischen Kreidemarker. Bin ich gespannt, wie die sind, aber laut diesem Test, weil die Frau, die das eben gekauft und getestet hat, nee, gekauft hat, hat es auch direkt getestet, so rum. Und dann habe ich auch noch das hier mitgenommen. Die Farben habe ich nämlich noch gar nicht. Deswegen wollte ich diese hier noch mitnehmen. So, und Weihnachtssachen gab es tatsächlich auch schon. Und da haben wir ja letztes Jahr auch schon diese Teile hier gebastelt. Die sind ja dann so 3D und dann habe ich hinten dran noch so eine Lichterkette gemacht. Fand ich ganz hübsch. Vor allem das hier. Oh. Ja, fand ich irgendwie ganz niedlich. Und das kann man ja dann wieder aufbewahren und für die kommenden Jahre nehmen und immer wieder wechseln. Und das da fand ich auch ganz süß. Vielleicht wird das auch ein Geschenk. Mal gucken. Das werde ich auf jeden Fall mit meiner Kleinen wieder basteln. Die hat da ganz doll Spaß gehabt. Deswegen hat sie auch gleich, das hat sie gleich gesagt. Sie hat gesagt, oh, dann schau mal, Mama, da gibt's was zum Basteln. Das haben wir doch schon gemacht. Das kennen wir doch. Habe ich gesagt, ja, das sind jetzt andere Motive, aber selbstverständlich kennen wir das. Und deswegen habe ich da jetzt die zwei mitgenommen. Und ich habe auch schon diese Schneeflocken hier, nur sind die so irisierend. Und diese hier sind rein weiß. Und deswegen habe ich da auch noch mal welche mitgenommen, weil diese irisierenden, das ist dann manchmal too much und dann passt das nicht so ganz. Aber diese weißen, die kannst du ja jetzt echt überall verwenden, sei es auf Karten oder so als Schüttelelement oder wie auch immer. Jetzt hole ich mir mal schnell diesen einen Block hier raus, weil da gibt es nämlich auch noch Blöcke. Da habe ich jetzt aber nur diesen hier. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es das nicht schon vom letzten Jahr war. Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich fand die Motive sehr schön. Vor allem der hier. Deswegen habe ich den jetzt trotzdem mal mitgenommen. Es gab keine großen Blöcke oder diese A5-Blöcke. Aber gut, ich hätte, glaube ich, jetzt sowieso nicht großartig viele Blöcke mitgenommen. Es gab auch noch normale 30x30 Blöcke, also nicht jetzt Weihnachten, sondern halt mit normalen Motiven. Aber ich muss sagen, da hat mir das jetzt nicht so gut gefallen. Also die Motive halt. Und dann habe ich hier diese Sticker, White Foil. Hat halt dann so dieses Irisierende und das kann man halt auch immer schön nehmen zum Gestalten im Planer. Da habe ich ja diesen Puncher. Den kann ich mal kurz zeigen hier. Diesen Puncher und dann kann ich mir das rauspanschen und da das selbstklebend ist, kann ich es auch direkt hinkleben. Wunderbar, würde ich sagen. So, ich habe eigentlich gesagt, ich möchte keine Stanzen mehr. Jetzt habe ich diese Stanzen hier gesehen und habe sie doch mitgenommen. Ja, so viel kosten die jetzt nicht, wenn man die vergleicht. Aber ja, ich bin irgendwie im Zwiespalt, ob ich es nicht schon wieder bereue. Aber die fand ich so toll. Und wenn ich es doch noch bereuen sollte, dann kann ich es ja immer noch meiner Schwester geben oder eben jemand anderes weitergeben. Einmal die.
Und das halt eben dieses Filigrane, das fand ich eigentlich ganz hübsch. Und Happy Birthday, das kannst du immer gebrauchen, ne? Ja. Also wenn ich da nicht keine Lust habe, irgendwie den Plotter anzuschmeißen, da irgendwas groß zu gestalten, dann ist halt so eine Stanze, die man einfach durchkurbeln muss, schon einfacher. Deswegen dachte ich mir, okay, die nehme ich jetzt doch mit. Dann habe ich einmal die Zahlen und die haben wir diesen Stitched in der Mitte und die Buchstaben. Also die habe ich jetzt mal mitgenommen. Wer noch diese hier die Ding braucht, die Stanzmaschine, die gibt es jetzt aktuell ab heute bis 28., also nächste Woche Dienstag, gibt es diese Stanzmaschine vergünstigt, ich glaube für 33 Euro. 32, 98 oder 99 oder irgendwie so 33 rund. Und das ist wohl ein echt Hammerangebot. Also wer da noch eine günstige haben möchte oder sich noch nicht sicher ist, ob das was für ihn ist oder das vielleicht nicht so oft benutzt oder noch neu in der Thematik ist, da so eine Stanzmaschine reicht vollkommen aus und die kostet jetzt aktuell nur 33 Euro. Ich habe das auch auf Instagram geteilt, also das fand ich echt ein cooles Angebot, weil die kostet normalerweise 44,99, also um die 45 Euro, glaube ich. Also hast du da schon mal einen Schnapper geschlagen. Ich habe eine, deswegen brauche ich die nicht. Aber wie gesagt, so, dann habe ich mir noch diese Stencils mitgenommen. Die Nummer 4, 5 und 6. Die anderen haben mir nicht gefallen. So Tiere und so, das brauche ich jetzt nicht. Wüsste ich nicht, für was ich es nehmen soll. Da muss man aber aufpassen, weil ich glaube, das sage ich euch gleich. Also das kann man auf jeden Fall immer nehmen. Das, naja, vielleicht dann immer nur so einen kleinen Ausschnitt. Aber das da fand ich auch sehr, sehr schön. Mit den Bäumen. Dann habe ich das hier. Da sind diese Sets drin. Und ich glaube, das hier oder so war auch in einem anderen Set drin. Und da hast du halt dann andere Motive noch dabei. Oder war das das? Ach, ich bin mir jetzt nicht sicher. Also, ich habe einmal die noch und einmal die. Und irgendwas war, glaube ich, doppelt drin. Oder? Nee, das ist ja das hier. Okay, nee, nee, dann nehme ich alles zurück. Dieses hier war vorne drauf und deswegen dachte ich, das ist ein anderes Set. Aber dann war das schon das gleiche. Okay, also ich habe das Set 4, 5 und 6. Genau, und da gibt es natürlich 1 bis 3 auch noch, aber die haben mir wie gesagt nicht gefallen. Dann habe ich noch hier diesen Sticker-Sheet, Embossing, Embossed-Stickers. Die fand ich ganz hübsch. So ein bisschen Boho angehaucht. Oder was heißt angehaucht? Ist schon ziemlich boho, ne? So, ja, der Tiger. Aber den kriegt dann mal klar. Die freut sich. Kannst wieder rumbappen. Vor allem der Tiger hat bei uns momentan eine große Bedeutung, denn wir spielen halt immer, dass da ein Tiger ist. Und da muss man leise sein. Psst. Deswegen ist es ganz lustig. So, dann habe ich hier diesen Block gefunden. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Blöcke, die es auch bei Idee gibt. Aber natürlich viel, viel teurer. Also die waren viel, viel günstiger. Und die fand ich jetzt total cool mit diesem Effekt. Und das kann man halt richtig schön für Hintergründe zum Beispiel nehmen. Schaut mal, ist das nicht cool? Also das würde ich tatsächlich nicht so ja, in den Vordergrund setzen. Oder so für Boxen wäre das nicht schlecht, ne? Und da gibt es halt eben diesen Effekt. Oh, schaut mal. Richtig cool. Und das macht schon was her, ne? Und da hat mir jetzt auch nur dieses Blumenmuster gefallen. Da gab es auch noch mal ein paar andere. Und dann habe ich mir noch diese Designpads, Journaling-Designpads mitgenommen. Das hat diese Postkarten, die kann man natürlich auch schön direkt für Karten benutzen. Und dann hat man hier noch solche Tracker oder halt solche Sachen, wo man dann noch benutzen kann. Und dann hat man immer so ein dünnes Blatt und ein dickes. Zum Beispiel für so Divider kann man die gut verwenden und das halt als Deko fürs, also zum Draufkleben dann quasi. Das ist quasi immer das Dünne und dann einmal das Dicke. Das ist auch sehr schön, schaut mal. Ja, finde ich sehr schön. Deswegen habe ich einmal den mitgenommen, das ist auch sehr schön. Wobei ich muss sagen muss, ja, wie kriege ich das Bild dann so verarbeitet, dass das auch so wirkt, weil das A4 ist schon sehr groß halt, ne? So, dann hier sind dann nochmal solche Austrennsachen, wo man dann eben zum Dekorieren nehmen kann. Und da habe ich mir schon gedacht, da bräuchte ich vielleicht diese Tabs hier. Und da ist ein Lineal, guckt mal, ist auch nicht schlecht.
was nicht so viel Platz wegnimmt, weil die Lineale sind ja meistens etwas dicker. Das ist auch natürlich sehr schön. Das hat halt auch wieder so Folierungen mit dabei. Ja, sehr schön. Das passt sehr gut zu meinem Planer. Und dann habe ich mir den hier noch mitgenommen. Nur wegen dem. Also ich finde die Tiere so, so schön. Die schauen so knuffig und kuschelig aus. Schaut mal, die Giraffe, die schaut auch nicht schlecht aus. Ja, das da. Ja, das ist jetzt nicht so mein Ding, aber ich glaube, das da lässt sich auch schön verwenden. Oh, schaut mal. Ich glaube, das mache ich mir raus und rahme mir das ein. Ich finde die Tiere so schön. Ja, sowas kann man ja doch ganz gut verwenden. Da jetzt vielleicht eher die Palmen als das Wilde hier. Dann haben wir hier den Elefanten. Das ist auch sehr schön. Da würde ich dann eher die Rückseite nehmen, wahrscheinlich, als jetzt das. Aber das ist dann wieder das Gute dran, wenn es doppelseitig ist. Ja, weil man das dann entweder oder nehmen kann. Manchmal, wenn es halt nur schöne Sachen sind, dann ist es manchmal blöd, weil dann muss man sich halt immer für eins entscheiden. Also alles hat so seine Vor- und Nachteile. Schaut mal. Ich finde ihn so schön. Ja, also da habe ich mir schon überlegt, dass ich mir die direkt raustrenne und dann irgendwie in so eine Mappe tun, dann kann ich da immer reingreifen. Wenn die hier in dem Block sind, dann vergesse ich die halt. Und wenn ich die mir direkt reinpacke zum Dekorieren, dann benutze ich die eher, als wenn sie jetzt hier drin bleiben. So. So, und das war's jetzt auch schon beim Action. Und ich, wie gesagt, ich blende euch am Anfang mal die Bilder ein von dem Geschirr, weil ich die echt total schön finde und dekorativ auch. Die sind aber auch sehr schwer. Ich habe jetzt da leider die eine Schale nicht in dem Farbton bekommen. Aber ich denke, das ist dann schon in Ordnung, weil man macht ja meistens immer von einem Ding so ein Foto oder so und man hat nicht irgendwie zwei Schalen oder so da liegen. Von daher ist es jetzt eigentlich auch egal, aber ja, wenn, dann möchte ich es halt immer einheitlich haben, aber gut. So, und jetzt war es das auch schon. Jetzt verabschiede ich mich und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!